So, Freunde, und da sind wir wieder. Und das Erste, was ich mache, ist pennen gehen. Gute Nacht. So, guten Morgen. So, huch. Naja, okay, beim Neueinloggen ist das ja so. So, jetzt sollte das in der Theorie ein bisschen smoother laufen. Hab mal hier ganz kurz ein bisschen die Filterung nach unten gedreht. Und ich bin gespannt, ob es denn effektiv was bewirkt. Wir haben nichts gebrannt, aber wie schaut das aus bei unseren hier, da? Da schaut es auch gut aus. Gemeißelten Sandstein. Warte mal, das habe ich doch, glaube ich, durch die hier gemacht, wenn ich mich da jetzt nicht täusche, ne? Wenn ich die hier so mache, genau, habe ich den gemeißelten bekommen. Dann pass mal auf, dann machen wir uns mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks. So, happity hap. Happity hap. So. Ich muss mal gucken, was wir denn da demnächst mal für ein schönes Gebäude draus bauen. Können wir ja auch machen. Wenn wir schon mal so viel gemeißelten Sandstein herstellen können. So. Na, gucke. Dann noch ein paar Mauerreste reingeflanscht. Erde, wo habe ich denn jetzt die Erde auf einmal wieder her, sag mal? Ach, bestimmt aus der Kiste bei Drudenwalder da hinten. So. Ich wollte jetzt absichtlich mal nicht irgendwo anders hin. Nicht, dass ich da noch irgendjemanden bei irgendwas störe. Warte mal, wir könnten, glaube ich, hier von denen hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Einfach mal noch welche brennen, weil, wie schaut es denn zielmäßig aus? Ja, da geht schon, geht schon. Immer kräftig rein und wenn die Kohle weg ist, dann müssen wir irgendwann mal wieder auf eine Höhlentour gehen. Kennt man ja von mir, für diejenigen, die neu da sind. Übrigens auch sehr geil, dass da momentan so viele kommen. Ich weiß nicht, habe ich das neulich schon mal erwähnt? Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Von daher ist ja egal, man kann nie oft genug Hallo sagen. Hallo, ihr da draußen, ihr Neuen. Die ihr zu mir gestoßen seid. Ich hoffe, ihr seid auch hier vielleicht bei Minecraft mit dabei. Weiß man ja nicht so genau, weshalb die Leute zu einem auf den Kanal kommen. Der ein oder andere schreibt das unter ein Video, wieso er da ist. Dann weiß ich, alles klar, da und da kann ich mal den und den grüßen. Aber bei der Masse, die sind einfach nur anonym im Hintergrund, möchte man mal so sagen. So, jetzt sind wir gut aufgeräumt. Nom, 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 nom. Ach, warte mal. Sound. Den Spieler kann ich ein bisschen lauter machen jetzt wieder. So. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Ich habe die jetzt mal ein klein wenig lauter gestellt. Einfach so, dass man die ab und zu mal ein bisschen besser hört. So, was können wir tun an einem Tag wie diesem? Ich sagte es ja schon bereits im Anflug ein klein wenig an der Schwarzen Bergfestung weiter basteln. Nur wie und wo, das ist die Frage. Das ist eigentlich immer die Frage. Jetzt schauen wir erstmal. Ich glaube, hier oben habe ich so eine kleine Stolperfalle in den Tod gebaut. Ja, so ungefähr. Und hier führt ja auch noch so eine Treppe nach oben. Wie rechtfertige ich denn das hier alles irgendwie? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Theoretisch müsste das noch alles, wenn wir das auf der Höhe bearbeiten, oder wir machen es eins höher. Oder wir machen Halbstufen, weil dann hätte man das Problem hier mit dem Schnee nicht immer, ne? Das wäre vielleicht auch eine Idee. Und hier geht dann vielleicht noch so eine Halbstufe weiter nach oben. Könnte man auch machen. Um den Turm müssen wir uns noch kümmern. Dann, was hätten wir sonst noch? Hier natürlich, das hier muss dann noch irgendwie mit einem Dachstuhl konzipiert werden. Nur wie dieses aussehen soll, ist eine ganz gute Frage. Da bin ich jetzt im jetzigen Moment, glaube ich, ein klein wenig überfordert. Hier drauf wurde mir zugetragen. Hier oben drauf wurde mir zugetragen, könnte man doch auch noch eine Art Kuppeldach oder eine Turmspitze bauen. Nee. Ehrlich gesagt, nein, weil... Und jetzt kommt das große Weil. Klar, man könnte sagen, hier, da wo dieser Tunneldurchgang ist, das hier, zieht man als Dach
Ja, so weit könnte man gehen. Und hier macht man einfach nur einen schmalen Weg rüber und macht hier so eine Art Brücke drüber. Das könnte man tun. Doch durchaus so. Da gehe ich mit euch aber voll konform, Freunde. Das heißt, wir schlawenzeln jetzt einfach mal ins Lager und holen uns mal Material, was wir brauchen. Wir werden auf jeden Fall Erde für ein Gerüst brauchen. Wir werden Steinziegel, Stufen, Steinziegel, dann brauchen wir bestimmt diese Halbstufen hier. Was brauchen wir denn sonst noch alles? Na, ich packe einfach mal so ein Rundum-Sorglos-Paket zusammen. Mit euch, Freunde, ne? Da habe ich auch noch so ein Hühnchen zu rupfen. Ich begebe mich jetzt einfach mal kackenfrech auf die Suche nach dem Kollegen. Wo wäre ich, wenn ich ein Zombie wäre? Der muss ja irgendwo... Komme ich da eigentlich wieder auf normalen Wege raus? Ich glaube, ne? So, ja. Haben wir dahinter gefüllt? Da haben wir gefüllt. Wie ist es denn in den Ecken? Da haben wir auch gefüllt. Der muss doch irgendwo hier sein, der Schlawiner. Sag ich mal. Nee. Oh, das ist ja cool, dass es da so hängen bleibt. Nee. Ach, darunter ist unser... Ja, da ist unser Gang. Da kann er nicht sein. Schauen wir doch mal hier. Okay, da ist jetzt durchkommen eher schlecht. Warte. Kommen wir wieder da rein. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da habe ich jetzt ganz großen Mumpitz gebaut. Sekunde, haben wir gleich. Erledigen wir. Hüpf. Wo bin ich? Hier. Was steckt da noch drin? Egal. Da kann eh nicht spawnen. So, jetzt schnell mein Fauxpas berichtigen. So. Haben wir in der Decke irgendwo was? Nee. Oh. So könnte vielleicht ein Zwischenraum entstanden sein. Vielleicht muss ich ja doch wirklich mal so eine Art Editor auspacken und einfach mal gucken, wo sich denn dort Zwischenräume befinden, weil das geht ja so nicht weiter, dass da jedes Mal irgendjemand durch die Gegend nölt. Wenn ich Gäste habe, die fragen sich dann auch, was hält der sich denn im Keller, sag mal. So, nehmen wir uns das mit, dann nehmen wir uns das mit. Nehmen wir uns das mit. Lieber ein bisschen mehr. Halt. Stufen. So, und was brauchen wir noch? Erde, haben wir gesagt, für ein Gerüst. So. Das soll jetzt für den Anfang erst einmal genügen. Und dann können wir mal gucken, ob wir das irgendwie ganz schick hinbekommen. Damit wir dann, wenn wir dann auf die 300 zugehen, also wieder mal einen 100er Folgenwechsel haben, ein wunderschönes neues Bild der schwarzen Bergfeste haben. So, wir packen hier mal das Bett mit rein. Egal. Jetzt gehe ich den Weg, der ist kürzer, als wenn ich jetzt zurückrennen würde. Viele Wege führen aufs Dach. So,
So, beleuchtungstechnisch habe ich ja, glaube ich, auch vor x Folgen mal gesagt, da müssen wir uns mal was ausdenken, aber naja, naja. So, pass auf, das ist im Prinzip eine Dreierstärke. Dann nehmen wir uns jetzt als erstes mal die hier. Bauen uns mal rüber. So, angekommen. Obwohl, nein, ich müsste ja noch eines höher. Vom Grundprinzip her. Das heißt, wir stellen jetzt erstmal unser Bett hier auf. Und brauchen erstmal einen Behelfsbrömsel. Ach nee, ich bin ja ein Idiot. Ich müsste da doch einfach nur mal... Jep. Ach Mist. Die Treppe hier so ranflanschen. So. Da verließen sie ihn wieder. So, weil dann sind wir auf der Höhe. Gut. Jetzt gehe ich aber erstmal in die Pofe. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Gut, dann kommen wir schon mal hierher. Naja, wenn wir die verlieren, ist weniger tragisch. Davon können wir uns mal eben auf die Schnelle, wenn denn Mangel bestehen sollte, ein paar hundert machen. So, und dann zack, zack, zack. Ups, ups. Was ist denn jetzt? Hier, da, da so. Na, mach doch. Na also. So. Gut, da müssen wir jetzt dann gucken, wie wir den Unterbau davon machen. Ziehen wir auf jeden Fall nochmal schnell eins weiter raus. So. Gut, was ist das denn hier für ein Bremsel? Ach, das ist das Ding, okay. Da muss ja der hier auf jeden Fall auch noch einen weiter nach oben gezogen werden. Hier so her. Aber wo führt der denn dann hin? Weil der führt ja dann darauf. Obwohl, da kommt mir gerade eine ganz andere Idee. Da kommt mir gerade eine ganz andere Idee, Freunde. Ach nee, warte mal. Wegen dem Treppenhaus, glaube ich, habe ich gesagt, kann ich das nicht machen, ne? Irgendwie so war mir doch. Genau, hier geht's. Ach nee, das ist die andere Treppe. Hä? Ich bin gerade extrem verwirrt. Das ist die, die nach oben geht. Und da ist das andere Treppenhaus. Das könnte man vom Prinzip her... Warte mal, das könnte man eigentlich so lassen. Dann dementsprechend... Wie breit ist denn das? Hier. Hier dann einfach mal... Beginnen mit dem Dach. Ja, doch. Warte mal, da machen wir das anders. Alle hepp. So ein alter Bastlermanier, wollte ich schon sagen. Aber klappt das so? Nee, so auch nicht. So auch nicht. Gut, egal wie, es klappt nicht. So. Ein bisschen mehr konzentrieren beim Arbeiten und dann klappt das auch hier mit dem Bauen. Aber das können wir dann eigentlich bis nach hinten durchziehen. Mann, das ist komplizierter, als es den Anschein hat. Da könnte man hier vorne nämlich dann das Dach... hier so lang ziehen. Das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste. So, da komme ich schön hin. Das ist gut.